krass ist das denn? TF. So, okay. Wir haben auf jeden Fall wieder alle Muni. Sehr schön. Hier waren wir ja. Nice. Nice. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an Ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis währt ewig. Okay. Ein Geschenk. Sehr nice. Alter, wie viel? Was mir denn? Achso, wir sind ja hier. Stimmt. Okay, jetzt geht's gut. Schon wieder hier. Na, hallo. Jack Delta, ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Jetzt weiß ich auch, warum Infinite rauskam. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Der hier ist alleine und ängstlich gestorben. Das wird dir auch passieren, wenn du uns im Weg stehst. Okay. Nicht hin. Ich möchte da gern hin. Das ist bestimmt irgendwas Cooles. Na gut. Ja. Oh Gott. Inneren vom Rapture. Nach oben, Vater! Schnell! Ja, du gehst da lang. Bevor du da lang gehst, gehe ich nochmal woanders gucken. Was interessant. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Okay.
Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Okay. Habe ich die jetzt hier umsonst hingeschmissen? Ich dachte, jetzt geht's erst richtig los hier. Da geht's nicht lang, das war ja klar. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen. Achtung! Ballastbehältnis ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. 400. Haben wir hier irgendwo Feuer? Nee, ne? Na gut, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Was hat das hier? Okay. Gut, keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. So. Achtung! Ballastbehältnis ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. Ah ja. Okay. Hab ich verstanden. Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Lamp kämpft den Weg. Sieht aus, als wäre Sinclair abgesägt worden. Diesmal war er nicht gerissen genug, sich im Amt zu halten. Aber wenigstens hat man ihn nicht gleich erschossen. Lamp hat bewiesen, dass sie das Ohr der breiten Bevölkerung hier unten hat. Es wird also schlau sein, eine Weile mitzuspielen. Zu sehen, was sie macht. Sie sagt, sie lässt mir mein Pöstchen hier im Gefängnistrakt, solange ich sie mit Testpersonen für ihre Therapieexperimente versorge. Kein Problem. Ein paar Rehabilitationsmaßnahmen tun den Dreckskern hier nur gut. Starte Aufnahmesequenz. Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben auszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Ich
Stift, alles Papier da breit, Freunde. Tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert, hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung, jemals freizukommen. Und was wirft man uns vor? Ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Dicker. Ach, ich will doch kein Links. So, was haben wir hier? Kontaktminen sind wunderbar. Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen, du schon? Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Ah ja, Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sterben. Also alles andere als mit ihr irgendwie in Kontakt zu kommen. Maul. So. Okay, also könnten wir theoretisch die Lamp töten, weil sie nichts von dem hält, nehme ich jetzt mal an, so wie ich es jetzt verstanden habe. Schauen wir mal. Danke für den Speer. Die lassen wir jetzt mal in Ruhe. Wenn die uns nicht angreifen, ist das völlig in Ordnung. Ich hab dich hier drin eingesperrt. Lam lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiter zu leben.
Oh Gott, er hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen den Schlüssel von ihm. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Gehen wir doch erstmal hier lang. Gucken wir uns hier mal um. Komm ich da rein? Ja. Komm ich nicht da rein? Komm ich auch nicht rein? Auch nicht. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut. Und ich habe dich für diese Plasmidversuche an Fontaine vermietet. Und jetzt, jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Aber lass mich nicht so zurück. Ja, mal gucken, ob es eine andere Alternative gibt. Kann ich dir auf jeden Fall nicht versprechen, Sinclair. So, einmal. Ich würde dir den Code für dieses Tastenfeld ja verraten, wenn ich könnte. Es ist, als hätte Lem Mauern in meinem Kopf hochgezogen. Aber die Gefangenen hier kennen die Kombination vielleicht. Sieh in den Zellen nach. Und bitte beeil dich. Es macht einen fertig, dauernd so zu singen, noch dazu ohne Erlaubnis. Und ich vergesse langsam den Text. Na gut, dass wir sie nicht umgebracht haben. Gut, dass wir... Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du den Code vom Direktor kennst. Schick mir eine Nachricht in meine Zelle in Block A und sag mir, wo du ihn versteckt hast. Dann betrachte ich deine Schulden als abbezahlt. Block D. Der freie Wille, Delta. Eleanors Geschenk an dich. Und mit jeder freien Entscheidung hast du sie deinem Ebenbild ähnlicher gemacht. Eine solche Wahl hat Sinclair nicht. Und doch dient er der Welt unbeirrbar. Er ist jetzt der bessere Mensch. Nur fröhlich sein. Du darfst halt keinem trauen. So ist das. Headset ist aus. Wartet kurz, Freunde. Schön, dass mir mein Headset auch sagt, dass mein Akku leer ist, sonst hätte ich schon vorher angesteckt, aber gut. Du hast den Code! Gott sei Dank, Junge! Und jetzt, mach schnell, bitte! Okay, gleich. Ich bin ein Mann, Alter. Ja. Sind hier es wird Zeit, Schluss zu machen. Ich habe Monate ausgehalten in der Hoffnung, ich
würde meine Familie wiedersehen, aber anscheinend ist dieser Strick der einzige Weg in die Freiheit für mich. Bestimmt hat Ryan den Buchladen geschlossen und keiner weiß, wo Gloria und Billy leben müssen. Nein. Wenn du mich ausknippst, Junge, mach dir keine Vorwürfe. Ich werde nicht anders können, als auf dich zu schießen. Aber es wird mir helfen zu wissen, dass du an Lam dran bleibst und der kleinen Eleanor die Sonne zeigst. Ich kann es probieren, mein Süßer. Aber versprechen kann ich sie nicht. Ich habe heute einen kurzen Blick erhascht, wie der Direktor den Code zum Turm eingegeben hat. Die letzten zwei Ziffern waren 7 und 3. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus. Schätze, das kann dauern. Seid ihr so alle aggressiv, ey? Bleibt doch mal flauschig. Okay. Auf jeden Fall haben wir den Code. Gehen wir den mal rein. 2, 6, 7, 3. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Alter. Sinclair ist tot, Vater. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ihr euch nahe gestanden seid. Wenn du so weit bist, nimm den Schlüssel. Uiuiuiui. Scheint sich überhaupt nicht mehr für meine Gefangenen, sondern nur noch für ihre Tochter zu interessieren. Ich habe hier Typen, die schreien nach der nächsten Adam-Spritze und ich muss einen Kopfstand machen, um der Frau Doktor was davon aus dem Kreuz zu leiern. Ich kann von Glück sagen, dass die Gefangenen durch ihre Behandlung so geschwächt sind, dass sie den Turm nicht stürmen können. Die würden mich sonst glatt in Stücke reißen. Zusätzlich mal mit dem Felsen. Naja. So. Aber ich will nicht noch anfangen, schwitzen. Ich bin eher ein Boxer. Vater, ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Bitte richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Danke für den Hinweis, meine Liebe. Deswegen bekommen wir auch so viel Munition. So, das. Das machen wir so. Und los geht's. Sicherheitsalarm deaktiviert. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Sinclair?
Sinclair starb als Held der Familie Raptures Delta. War er ein Freund für dich oder nur ein Werkzeug? Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter. Gegen dein Volk. Gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Oh nein. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Wir müssen dorthin. Schnell. Wer ist jetzt dran? So. Wo geht's denn hier lang? Vater mag dich. Ist doch fertig, Vater. Wer ist jetzt dran? Gleich die nächste. Gut, dass wir hier schon mal waren. Jeder Augenblick reist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts mehr. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Ah, die ist stark, ey. Eleanor ist stark, muss sagen. Wenn es noch mehr Panzerbrechner-Munition gibt, immer her mit. Sollte auslangen. So, hier waren wir auch schon. Dann nehmen wir jetzt nochmal die normale Munition. Ich schick dir eine Karte. Hier ist alleine und ängstlich gestorben. Das wird dir auch passieren, wenn du uns im Weg stehst. Allein das ist schon geil gemacht, weil das sehr an Dings jetzt erinnert. Finde ich. An Infinite. Was ziemlich fresh ist. Nein. Das hatte ich befürchtet. Sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater. Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer? Lass mich nachdenken. Ich denke, ich kann das Wasser verdampfen, Achtung, damit das U-Boot aufsteigen kann. Ist gefüllt. Aber so viel Hitze kann ich nicht allein generieren. Wir sollten uns von den restlichen Little Sisters helfen lassen. Wir nehmen sie mit. Schnell, zu den Kinderstationen. Ballastbehältnis ist gefüllt. Du hast ein Mehrfachziel. Drücke H und G zum Reiterziel und alle Abschnitte des Ziels zu sehen und aktiviere zu wechseln. Der Pfeil in der Karte füllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. H. Raus. So, wo haben wir denn hier Ziele? Haben denn hier Ziele? Ziele. Ah. Da kann man das alles sehen. Das sind die Ziele.